Hallo liebe Hungrige, für viele ist ja ein Frühstück ohne Marmelade kaum denkbar. Wer allerdings auf die Figur achten oder gar abnehmen will, könnte da Probleme bekommen, denn Marmelade zeichnet sich ja nicht unbedingt durch wenig Kalorien aus. Ganz anders aber diese, weil sie mit gerade mal 50 Kilokalorien lediglich ein Fünftel im Verhältnis zu herkömmlicher vergleichbarer Marmelade hat. Und dafür brauchen wir, und das ist die entscheidende Zutat, wir verwenden für diese Marmelade Zucker und eben keinen Gelierzucker, doch dazu gleich mehr. Wir brauchen Zimt, ein bisschen Nelkenpulver, Vanillezucker oder Vanillearoma und, weil natürlich auch unsere Marmelade gelieren soll, Agatine bzw. Agar-Agar. Es gibt auch Rezepte, da wird Pektin oder Guarkernmehl verwendet. Ich jedenfalls habe mit dieser Kombination richtig gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr euch mal die Daten zum Zucker anschaut, könnt ihr sehen, 0 Kalorien und auch 0 Gramm Zucker. Und wenn dort steht, mehrwertige Alkohole, müsst ihr keine Bedenken haben. Das hat nichts mit dem Ethanol zu tun, den wir in Bier, Wein, Sekt oder Likörchen finden. Es ist eine chemische Verbindung, zum Beispiel Glycerin gehört dazu. Aber da ihr alle in Chemie aufgepasst habt, wisst ihr das ja. Und selbstverständlich brauchen wir natürlich Pflaumen oder auch Zwetschgen. Doch ich will auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, dass sich dieses Rezept auch mit anderen Früchten umsetzen lässt. Ich habe das zum Beispiel schon mit Pfirsichen, Aprikosen und Nektarinen getan. Diese werden gewaschen, halbiert und entsteint und dann geben wir sie in einen ausreichend großen Kochtopf und pürieren sie jetzt. Das ist, vor allem bei solch einer Menge, am Anfang ein kleines bisschen beschwerlich, aber ihr habt ja Muckis und schafft das schon. Und bis dann alles wirklich schön zerkleinert und püriert ist, dauert schon 3-4 Minuten. Haben wir es dann geschafft, schütten wir nun unser Süßungsmittel, also den Zucker dazu. Auch der Vanillezucker kommt mit in den Topf. Päckchen Nummer 1, gefolgt von Päckchen Nummer 2. Wir ergänzen mit dem Nelkenpulver und geben ebenso den Zimt mit dazu. Fehlt noch das Geliermittel und wir schütten nun, zumindest bei dieser Menge hier, 2 Päckchen der Agatine mit in den Topf. Meistens sind 3 in solch einer Packung, 2 reichen hier aber aus. Und dann alles gründlich miteinander verrühren und dies bei hoher Temperatur. Schließlich soll alles leicht sprudelnd kochen. Wie gesagt, erstmal gründlich umrühren, so dass alle Zutaten schön miteinander vermengt werden. Aber auch dann weiter rühren, auch bis auf den Boden, dass da nichts anhängt. Und nun die Masse für 3-4 Minuten kochen. Und damit ist sie auch fertig vorbereitet und wir nehmen den Topf vom Herd. Brauchen nun sterile Gläser und befüllen diese mit unserer Marmelade. Natürlich am besten mit solch einer Einfüllhilfe, wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Die gefüllten Gläser verschrauben, macht das am besten mit Topflappen oder Handschuhe, ist ja doch alles sehr heiß. Und stellt die Gläser dann auf den Kopf oder auch nicht, das ist ja umstritten, ich mach's aber immer so. Ein Glas nach dem anderen, bis wir die gesamte Masse aufgebraucht und viele Gläser gefüllt haben. Ja, und wenn die Pflaumenmarmelade dann abgekühlt ist, könnt ihr sehen, von der Konsistenz her vergleichbar mit anderen Marmeladesorten, lässt sich also wunderbar auf dem Brötchen verstreichen. Und dann können wir diese lecker fruchtige Marmelade genießen. Ist übrigens, wenn ihr noch ein hübsches Etikett drauf macht, auch ein schönes Mitbringsel aus der Küche. Ich jedenfalls konnte sie schon mit Erfolg verschenken, auch weil sie wirklich ganz toll schmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr mit den Pflaumen allerdings lieber Pflaumenballen backen möchtet oder lieber ein pikantes Chutney damit machen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.